Konnichiwa Leute, was geht? Thunder Black is back. Ja Mann. ich weiß noch nicht, ob das Video jetzt hier hochkommt, also ob ich das überhaupt hochlade. Aber wenn ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit in eine Reise vor unserer Zeit. Und zwar da, wo ich als kleines Kind gewohnt habe. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist auch kein Geheimnis. Ich wohne in Steglitz. So, Steglitz ist groß. Viel Spaß beim Suchen. Nee, aber als kleines Kind bin ich in Zehlendorf aufgewachsen und habe da praktisch meine Kindheit verbracht. Ja, und da fahre ich jetzt einfach mal mit euch hin. Ich fahre jetzt in die Straße, zeige euch genau, wo ich gewohnt habe. Warum nicht? Ich wohne da ja schon eine Ewigkeit nicht mehr. Zeige euch, auf welchen Spielplatz ich gegangen bin. Interessiert euch wahrscheinlich eh gar nicht, aber ist mir egal. Ich mache euch auch einen kleinen Abstecher einfach zu meiner Grundschule. Die ist nämlich da auch in der Nähe. Kann die euch dann praktisch auch noch zeigen. Und ja, nehme ich euch jetzt da einfach mit. Habt ihr jetzt davon. Tschau. Sehen wir uns gleich, wenn ich in der Nähe von meiner alten Hut bin. So Leute, und da sind wir auch schon. Und zwar bei der Sundgauer Straße in Zehlendorf. Muss ich hier links rein und dann sind wir auch schon da. Ist ja nett von dem. Ach ja, in Zehlendorf sind sie alle so nett. Das war übrigens der Spielplatz, wo ich mal drauf gespielt habe, aber den haben sie auch ganz schön umgebaut, muss ich sagen. Boah, Alter, wie lange ich schon nicht mehr hier war in der Straße. Das war meine Kindheitsstraße, Leute. Das war meine Kindheitsstraße. Da ist jetzt ein Friseur drin. Früher war da immer ein so ein, ja, was soll ich sagen, ein Zeitungsladen drin oder so. Ich habe mir Süßigkeiten gekauft. So, ich werde jetzt erstmal einmal drehen. Und hier ist sogar mein Kindergarten gewesen, mein Hort. Denken sich bestimmt auch so, naja, was will der Spaß denn hier, ey? Mal dahin, würde ich sagen. War schon ein bisschen cringe hier irgendwie. So. Ja, hier bin ich. Hier bin ich als Kind aufgewachsen, in der 21. Und da war der Balkon. Und da, wo das Haus in dem Zimmer ist, war mein Zimmer. Das waren Zeiten, Mensch. Das waren Zeiten. Wer da jetzt wohl drin wohnt, wie die Wohnung wo aussieht, war. Tja, ja. Kann ich euch nur jeden raten, wer mal die Chance hat. Leute. Fahrt mal zu eurer alten Wohnung, wo ihr aufgewachsen seid. Kommen Kindheitserinnerungen wach. Oder wieder hervor. Oder wie man auch immer das nennen möchte. Tja, so ist das. Bin ich mal mit euch hierher gefahren. Jetzt fahre ich nochmal da hinten hin, wo der schöne Spielplatz war. Können wir ein bisschen auf dem Spielplatz spielen. Zur Leiter mit dir, du Rabe. Krass, da hinten haben die auch Wohnungen und so gebaut. Dann die früher haben die da schon immer gebaut gehabt, aber da war früher einfach nichts gewesen, ne? Da war einfach wirklich legit gar nichts. Ja, und hier auf dem Spielplatz, Mensch. Das sieht zwar komplett anders aus als damals,
Aber Mann, hab ich hier gespielt, ey. Ich bin so einmal hier im Baum gelaufen. Und hier, oh, der Wendekreis, ja, da haben wir hier Party gemacht mit meinem allerersten Auto, was aufgetuned war und dicke Anlage drin hatte und so. Mann, 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 das waren Zeiten, sage ich euch. Ich gehe jetzt natürlich mit euch auf den Spielplatz. Das lasse ich mir nicht nehmen. Eine Runde schaukeln, das muss sein. Schaukeln mit Motorradklamotten. Ah. Ja, macht ja einen guten Eindruck hier. Muss man ja sagen. Ah. Also den Brunnen hier, den gab es damals auch schon. Den haben sie gelassen. Und die Schaukelpferde da, die waren damals auch. Das haben die ja lassen. Hier konnte man immer drehen, dann ist da immer Wasser rausgekommen. Aber anscheinend kommt da kein Wasser mehr raus. Mein neues Motorrad. Special Effects. Guck mal, ich kann sogar ein Woody. Ach ja, ist das schön, wenn man mal wieder Kind sein kann, ne? Das rote große Kletterding da, das gab es damals auch. Also es war damals auch noch da. Die Seilrutsche hier auch, die war auch da, die Schaukeln auch. Und alles andere ist so ein bisschen neu. Muss ich ehrlich gestehen. Ah. Jetzt kriege ich zwar einen nassen Po, aber oh, schaukeln muss sein. Ah, schaukeln muss sein. Ui. Oh, ich mache lieber Visier runter. Ah, der lacht auch schon, ey. Ui. Ah, ist das schön. Oh, ich hoffe, die Schlange hält mich, Alter. Ja, Mann. Und auf in die Lüfte. Oh, oh. Ja, Seilrutsche benutze ich jetzt mal nicht. Mal wieder Visier hoch machen. Was ist das denn hier für ein großer Stein? Der ist neu. Oh, ich muss pinkeln, ey. Was ist denn das hier für ein großer Stein? Was macht denn das für einen Sinn? Hier war immer so eine Wand noch dran, da konnte man immer Tennis dran spielen. Oder wir haben als Kinder halt immer natürlich mit dem Fußball gegen gekickt. Da war hier so eine große Wand gewesen. Die haben sie wohl rausgenommen. Warum auch immer. Oh shit, ich muss pinkeln, ey. Tenniswand, siehst du, steht da sogar. Ach so, weil die Bewohner sich wahrscheinlich beschwert haben. Weil es dann da immer gegen die Wand geknallt hat und dann haben sie das letztendlich abgebaut. Das ist ja schade. War Gott sei Dank bei mir noch nicht so. Ich hab da immer bis in die Nacht reingekickert, bis ich dann nach Hause musste. Was ist das denn hier für ein ekliger Kieselstein? Klettergerüst ist auch neu. Da läuft eine Katze einfach auf dem Spielplatz. Siehst du, selbst Katzen fühlen sich hier wohl. Muss ich pinkeln, ey.
Aber hier pinkelt man natürlich nicht. Und hier auf dem großen Platz ist, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da haben die immer Tannenbäume verkauft. Und da war auch immer ein Zirkus mal. Das war eigentlich ziemlich nice, weil ich ja hier in der Nähe gewohnt habe und da war hier immer ein Zirkus. Dann haben die da Tannenbäume verkauft. Hier ist der Hinterhof von meiner Wohnung. Also ich wohne ja dann ganz hinten durch. Ja, Leute, hier habe ich gewohnt. Und jetzt wohne ich in Steglitz. Ach genau, hier war auch die Jugendverkehrsschule. Hier habe ich in der Jugendverkehrsschule damals schon teilgenommen und bin schon durch die Streets der Verkehrsschule gepiest. Das waren noch Zeiten. Und hier auf den großen Park, das war immer schön. Hier im Sommer haben die hier alle lang, die hier mit den Decken, Handtüchern, haben gegrillt, Shisha gemacht und sonst wie. Ich natürlich auch. Da auf den Bänken, weiß ich noch, da haben wir richtig schön das erste Mal, als wir dann gesoffen haben und so, haben wir uns hier richtig schön Party gemacht und so. Da waren ja da die Wohnhäuser und so, waren ja da alle noch nicht. Ach ja. Und da hinten irgendwo, da war eigentlich immer wie so ein Apfelbaum oder so. Da konnte man sich mal so kleine Wildäpfel pflücken. Die haben wir dann mal gegessen, dann hatte ich immer Magenschmerzen gehabt. Aber ich habe es trotzdem immer wieder gemacht. Ja, Leute, hier habe ich gewohnt. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, im nächsten Video könnt ihr dann sehen, wo ich zur Grundschule gegangen bin. Weil das ist hier nämlich direkt in der Nähe. Dann würde ich da jetzt direkt mal hinfahren. Seht ihr denn aber erst im nächsten Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da, das wäre ein Träumchen. Abonnieren nicht vergessen, würde ich mich sehr darüber freuen, weil echt viele noch nicht abonniert haben und trotzdem hier den geilen Scheiß-Content gucken. Und ja, wenn ihr Bock habt auf mehr private Real-Life-Stories von mir aus meiner Kindheit oder so, was mir mal passiert ist und was ich so gemacht habe und bla, dann schreibt das gerne in die Kommentare und ich werde dann mal mehr sowas machen. Also haut da rein, Leute. Kuss, Kuss.